Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start. Ich hoffe, euch allen da draußen geht's richtig gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Abend und ja, ihr hört mich gerade heute schon das zweite Mal, obwohl ich gestern eigentlich sagte, dass ihr mich höchstwahrscheinlich erst wieder morgen, also am Freitag, hören werdet. Aber ich habe es halt einfach doch heute geschafft, mir die Zeit zu nehmen und zwei Videos für euch zu produzieren. Heute Morgen habe ich ja bereits den Workaround bzw. die Afterpatch-Methode des letzten Solo Unlimited Money Glitches mit Bypass für euch hochgeladen gehabt. Den Glitch eben mit dem Nachtclub, mit dem MOC, mit dem Bunker und mit der Pulle Champagner. Dazu habe ich heute Morgen bereits den Workaround für euch hochgeladen gehabt, Freunde. Falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das Ganze gerne noch angucken und euch noch ein bisschen Geld in GTA Online dazu verdienen. Und ja, jetzt gibt es bereits das zweite Video hier und heute auf meinem Kanal. Und zwar habe ich in diesem Video mal wieder die neuesten Informationen rund um GTA Online für euch. Denn Freunde, ihr wisst Bescheid, heute ist Donnerstag und donnerstags bekommen wir jetzt seit kurzem immer ein kleines neues Update in GTA Online. Allerdings haben wir den kompletten Content aus dem Arena War DLC verbraucht und so gibt es an diesen Donnerstagen jetzt nur noch eine neue Eventwoche. Aber diese Eventwoche hat Rockstar Games heute nun gestartet und ja, in dieser Eventwoche gibt es doch einige sehr, sehr gute Dinge, beziehungsweise diese Eventwoche kann sich doch ordentlich sehen lassen. Denn zunächst einmal bekommen wir in dieser Eventwoche mehrere sehr gute Geldboni, es gibt mehrere gute Rabatte und wir bekommen gleich zwei neue Geschenke von Rockstar Games geschenkt. Also nicht so wie in der letzten Woche, wo wir was Altes Neues geschenkt bekommen haben. Ich denke mal, wenn ihr das Ganze letzte Woche bereits gesehen habt, beziehungsweise letzte Woche das Eventwochen-Video, Freunde, dann wisst ihr jetzt an dieser Stelle, was ich meine. Auf jeden Fall hat Rockstar Games diese Eventwoche die Bikers Eventwoche genannt und diese Eventwoche geht noch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch bis hin zum 20. März 2019. Ich würde jetzt aber mal so langsam sagen, dass wir jetzt so langsam mit dem Video beginnen. Vorher könnt ihr mir gerne noch ein Däumchen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und vergesst auf jeden Fall nicht, dieses Video hier mit euren Freunden zu teilen, damit diese auch wirklich Bescheid wissen. Und dann würde ich jetzt wirklich sagen, beginnen wir jetzt direkt mit dem eigentlichen Video. Und da würde ich sagen, beginnen wir jetzt direkt einmal mit den Geldboni, die es in dieser Woche gibt. Und zwar gibt es hier jetzt zunächst einmal doppeltes Geld und doppelte AP auf den Gegnermodus Deadline. Ich meine, wenn die Eventwoche Bikers-Woche heißt, welchen Gegnermodus gibt es dort, der besser hier in diese Eventwoche passen würde als Deadline? Und ja, Freunde, auf diesen Gegnermodus gibt es jetzt eben doppeltes Geld und doppelte RP. Für diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, was Deadline ist: Deadline ist der Gegnermodus mit dem Tron-Bike, Freunde. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt auf jeden Fall noch doppeltes Geld und doppelte RP auf alle Verkaufsmissionen vom Motorrad-Clubhaus. Also, wenn ihr jetzt eure Waren zum Beispiel von der Kokainfarm oder von der Hanfplantage verkauft, Freunde, dann bekommt ihr da in dieser Woche doppeltes Geld und doppelte RP früher. Also Freunde, ganz ehrlich, wenn ihr noch irgendwo Waren rumfliegen habt, die mit dem MC-Business zu tun haben, dann verkauft sie auf jeden Fall in dieser Woche, denn da bekommt ihr einfach mal so in dieser Woche das doppelte Geld für und ja, doppeltes Geld mitnehmen würde ich auf jeden Fall bei sowas immer. Außerdem gibt es noch doppeltes Geld und doppelte RP auf alle MC-Club-Aufträge und auf alle MC-Club-Herausforderungen. Die Herausforderungen findet ihr ganz einfach im Interaktionsmenü. Dann geht ihr auf MC-Club und dort könnt ihr dann so Herausforderungen in der Open Lobby starten. Außerdem gibt es dann halt auch noch einige Aufträge, die ihr ganz einfach im Konferenzraum von eurem Motorrad-Clubhaus starten könnt. Und ja, auf beide Sachen gibt es halt ebenfalls noch doppeltes Geld und doppelte RP, was aber kein Wunder ist, da das Ganze ja auch ebenfalls zu einer Bikers-Eventwoche echt gut passt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt an dieser Stelle aber mal zu den Rabatten. Und ja, hier gibt es in dieser Woche 50% Rabatt auf alle Motorrad-Clubhäuser, auf alle Motorrad-Clubhaus-Renovierungen, auf die Motorrad-Clubhaus-Werkstatt und auf alle Geschäftsimmobilien, die mit dem MC-Business zu tun haben, sprich auf die Kokainfarm, auf die Hanfplantage, auf die Falschgelddruckerei und was es da nicht noch alles so gibt, da gibt es ebenfalls 50% Rabatt drauf. Und Freunde, ich kann euch ganz ehrlich an dieser Stelle nur empfehlen, wenn ihr noch kein Motorrad-Clubhaus habt, dann gönnt es euch in dieser Woche. Es gibt 50% Rabatt auf das Motorrad-Clubhaus und seht außerdem noch zu, dass ihr euch da eine Motorradwerkstatt
Werkstatt mit reinballert, weil die hat man in der Vergangenheit auch schon des Öfteren für irgendwelche Glitches im Motorrad-Clubhaus gebraucht, denn hier gibt es ebenfalls 50% Rabatt drauf. Wie gesagt, nur falls ihr das Ganze halt noch nicht habt. Günstiger werdet ihr das Ganze wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht bekommen. Des Weiteren gibt es 40% Rabatt auf die Shotaro, also auf das Tron-Bike, das Bike, was wir im Gegnermodus Deadline fahren. Allerdings gilt dieser Rabatt nur, wenn ihr vorher einmal eine Runde Deadline gespielt habt, denn dann erst schaltet ihr das Tron-Bike bzw. die Shotaro im Internet zum Kauf frei. Das heißt, wenn ihr diesen Gegnermodus vorher noch nie gespielt habt, dann habt ihr gar keine Kaufoption über die Shotaro im Internet und deshalb müsst ihr logischerweise vorher erst einmal eine Runde Deadline spielen, dann schaltet ihr die Shotaro im Internet zum Kauf frei. Ich glaube, diese könnt ihr euch dann auf Legendary Motorsports kaufen und dann erhaltet ihr zusätzlich jetzt noch in der gesamten Eventwoche auf die Shotaro 40% Rabatt. Es gibt aber auf jeden Fall noch 30% Rabatt auf die Western Gargoyle, dann gibt es noch 30% Rabatt auf die Hakushu Drag, auf die Pegassi Vortex und auf mein Lieblingsmotorrad, nämlich auf die Bati 801. Des Weiteren gibt es dann noch 30% Rabatt auf den Oppressor MK2 und das waren im Grunde jetzt auch schon alle Rabatte, die es hier in dieser Woche gibt. Wenn ich euch noch irgendeinen Rabatt ans Herzen legen kann, dann ist es selbstverständlich die 30% Rabatt auf die Bati 801, weil das ist einfach mein Lieblingsmotorrad. Ich fahre so gut wie jedes Stuntrennen oder Landrennen, welches ich spiele, wo man halt Motorräder auswählen muss, fahre ich immer mit der Bati und deshalb kann ich euch nur ans Herz legen, gönnt euch eine Bati, wenn ihr noch keine eigene Bati habt. Für mich auf jeden Fall das beste Motorrad im Spiel. Ja gut, die Bati ist jetzt eh nicht besonders teuer. Ich glaube 80.000 GTA-Dollar kostet sie, aber ja, 30% kann man trotzdem gerne mal mitnehmen. Last but not least bekommen wir dann in dieser Eventwoche jetzt noch zwei Geschenke von Rockstar Games. Und zwar bekommen wir hier zum einen das Steel Horse T-Shirt, also dieses weiße Steel Horse T-Shirt, was ihr hier gerade auch schon im Hintergrund bei der Frau hier sieht, was die Frau hier gerade anhat. Und wir bekommen ein Black Western Tees, also das schwarze Western Logo T-Shirt, was der Mann hier im Hintergrund, welcher hier auf dem Motorrad sitzt, gerade anhat. Beide T-Shirts dürften neu sein, wenn ich mich jetzt an dieser Stelle hier richtig informiert habe. Diese dürften wir vorher noch nicht erhalten haben. Und deshalb freut mich das Ganze auf jeden Fall, denn in der letzten Woche haben wir ja zwei alte T-Shirts oder Pullis erhalten gehabt, die wir im Sommer 2017 zum Gunrunning DLC schon einmal von Rockstar Games in Form von irgendwelchen Eventwochen geschenkt bekommen hatten. Und deshalb freut mich das hier auf jeden Fall an dieser Stelle, dass es in dieser Woche direkt zwei neue T-Shirts gibt, denn ich habe ja auch schon letzte Woche im Video gesagt, dass es noch über 400 unveröffentlichte T-Shirts im Coding von GTA gibt und deshalb fand ich das letzte Woche nicht so gut, dass wir hier an dieser Stelle zwei alte T-Shirts bzw. zwei alte Pullis in Form von dieser Eventwoche geschenkt bekommen hatten. Ach ja, Freunde, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr die ganzen Shirts bekommen könnt, also diese beiden Shirts, dafür müsst ihr euch einfach jetzt nur in dieser Eventwoche bis spätestens nächste Woche Mittwoch einmal kurz in GTA Online einloggen und dann werden euch diese kostenlos im Inventar hinterlegt werden. Sprich, ihr müsst dann in irgendeinen Bekleidungsladen fahren, ihr geht dann ganz einfach zu den Oberteilen, geht dann in die Kategorie Spezialtops und dort müsst ihr euch diese beiden T-Shirts dann ganz einfach für 0 GTA-Dollar kaufen. Auf jeden Fall solltet ihr das Ganze machen, wenn ihr diese Woche wenigstens einmal kurz GTA spielt, weil diese T-Shirts werden auf jeden Fall auch wieder extrem selten werden, weil ab nächste Woche kann man diese T-Shirts halt nicht mehr bekommen und deshalb vergesst nicht, nimmt sie euch mit, kauft sie euch einfach kurz im Bekleidungsladen für 0 GTA-Dollar, wenn ihr euch dann in dieser Woche einmal kurz eingeloggt habt und dann habt ihr diese T-Shirts auch in eurem Inventar und könnt sie tragen, wann ihr wollt oder halt auch nicht tragen, wann ihr wollt, je nachdem, wie ihr das Ganze halt wollt. Okay, Freunde, das war's jetzt dann aber auch schon wieder mit der Eventwoche. Weitere Dinge haben wir jetzt in dieser neuen Eventwoche nicht mehr bekommen, aber ich muss schon sagen, im Großen und Ganzen ist es hier eine stabile Eventwoche, besser als die Eventwoche aus der letzten Woche und deshalb kann ich hier auch an dieser Stelle nicht meckern bzw. mich nicht großartig beschweren. Ich werde das Video jetzt so langsam an dieser Stelle beenden. Morgen wird auf jeden Fall in der Früh noch ein brandneuer GIF Cars to Friends Glitch bei mir auf dem Kanal hier hochgeladen werden. Ein 2-Mann GIF Cars to Friends Glitch, mit dem ihr jedes Fahrzeug bekommen könnt, welches nicht geblacklistet ist in GTA Online. Sprich, ihr könnt mit diesem
Giftcast to Friends Glitch selbst Flugzeuge und Spezialfahrzeuge bekommen. Das Ganze werde ich auf jeden Fall morgen früh in der Früh, ich denke mal gegen 7 Uhr hier auf meinem Kanal hochladen. Und seid auf jeden Fall aktiv und freut euch schon mal auf dieses Video. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dieses Video dann morgen früh in der Früh für euch zu produzieren. Und dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als euch noch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Und vergesst nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen, damit wirklich jeder Bescheid weiß. Und dann sehen wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.